Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch meine Morgenroutine. Viel Spaß damit! Ich hoffe, ihr erschreckt jetzt nicht, weil ihr mich abgeschminkt seht und ich natürlich so richtig tiefe Augenringe habe. Aber ich wollte es natürlich auch irgendwie authentisch gestalten, das Video. Also wenn ich morgens aufstehe, dann falle ich ja nicht wie manch andere quasi geschminkt aus dem Bett oder so. Ja, gut. Also meine Morgenroutine. Meine Morgenroutine sieht so aus, ich putze mir jeden Tag die Ohren. Also normalerweise nehme ich mein Taschentuch und gehe dann bei meinen Ohren durch. Ich weiß nicht, ob ihr das jeden Morgen macht, aber mir ist das ganz wichtig. Also meine Ohren sind, ich fahre da jetzt nicht mehr eine Mattestäbchen rein, sondern das, was ich jeden Morgen tue, ist quasi wirklich nur Ohren die Ohren mit dem Taschentuch reinigen. So, wenn ich das erledigt habe, dann, man sieht's, meine Haare stehen zu Berge morgens. Also normalerweise ist es morgens noch schlimmer, aber ich habe es jetzt, dass es ein bisschen authentischer aussieht. Haare habe ich die vorher so ein bisschen zerzaust, damit ihr seht. Ich habe meine Haare über Nacht normalerweise auch zu so einem Knoten gebunden. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn mir meine Haare ins Genick hängen, dann wird mir immer ziemlich heiß und ich vertrage Hitze nicht so richtig gut. Und ich schlafe einfach auch besser, wenn ich die quasi zusammenbinde zu so einem Knoten. Dann ist mir nachts nicht so heiß und dann kann ich besser schlafen. So, nachdem meine Haare zerzaust sind, mache ich die dann auf. Und ich habe da so einen Tangle Teaser. Der sieht ein bisschen komisch aus, weil man da so ein bisschen meine Haarfarbe dazwischen sieht. Ja, dann bürste ich meine Haare durch. Ich glaube, das macht jede Frau morgens so. Jetzt nichts Außergewöhnliches. Und wenn ich dann durch bin, ich mache das auch so, ich halte immer, also das erste ist normal immer, ich halte die fest und bürste so die Spitzen durch und dann kämme ich erst den Rest durch. So, jetzt nehme ich mir, ich habe es hier liegen, jetzt nehme ich mir normalerweise also mein Haarband, das dehnt sich ja über Nacht, also ich habe so ein, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so ein gekringeltes quasi, weil das einfach viel besser hält in meinen Haaren. Das hat sich jetzt immens aufgedehnt. Und dann suche ich mir, ich habe ja mehrere, suche ich mir eins, das quasi sich schon wieder normalisiert hat. Das suche ich mir dann raus und nehme das her. Einfach aus dem Grund, wenn man die zu sehr überspannt, dann werden die kaputt, damit sie länger halten. Tausche ich die quasi immer so nach einem halben Tag aus, dass ich jedes Mal quasi einen halben Tag durchmachen muss. So, ich schaue nochmal, dass ich die schön nach oben bürste und glatt bekomme. Mal eben im Spiegel sehen und dann wickel ich das quasi so rundum und schaue, dass ich aber die Haare so drehe, dass quasi das in der natürlichen Drehung oder wie soll ich sagen, so wie die Haare quasi gelockt sind, dass ich das in dem mitdrehe, nicht dagegen, damit ich es ihnen nicht wehtue. Die Spitze drehe ich normal auch so ein bisschen, sieht man es nicht wirklich, so ein bisschen unter diesen Knödel rein. Und dann mache ich quasi zu, dann habe ich hier meinen Knödel. Der wird da noch so ein bisschen, fahre ich noch so ein bisschen drüber, ob euch das jetzt gefällt, nicht? Ja, dann sind die Haare erstmal aus dem Weg. So, was tue ich dann? Normalerweise morgens sind meine Augen ganz verklebt, also da klebt jede Menge. Ich putze mir dann quasi die Augenwinkel aus und was ich dann immer machen muss, ist bei mir, weil ich ein tränendes Auge habe, also beide sind ein bisschen nass immer. Und ich muss dann quasi die Wimpern so einzeln so abzupfen, weil sich da quasi was festhängt. Das zupfe ich dann so ab. Natürlich nur ganz sachte, weil sonst hat man die Wimpern auch gleich in der Hand. Das will eigentlich keiner. Ja, die Augen werden dann mal sauber. Natürlich, wie jeder andere Mensch auch.
Zähne putzen. Ganz wichtig, Zähne putzen. Ich zeige es euch jetzt nicht vor. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal gesehen, wie man Zähne putzt. Ich habe eine Oral-B. Man sieht so ein bisschen Oral-B. Ich weiß jetzt nicht, welche genau. Steht auch irgendwie nicht drauf. Ist aber, das ist jetzt eine relativ günstige, soweit ich weiß. Ich habe eine ganz, ganz teure gehabt und ich habe immer das Problem mit den Oral-B, wenn ich die ständig auflade, dann wird der Akku natürlich sehr schnell kaputt. Wenn ich sie aber nicht ständig auflade, die sind nicht so, dass die volle Leistung gehen bis zum Schluss und dann einfach abschalten, sondern die werden immer langsamer. Und das ist was, was mich unglaublich stört, weil du dann, wenn du morgens nicht ganz munter bist, nicht merkst, dass das Ding eigentlich schon fast leer ist und sich fast gar nicht mehr dreht und eigentlich nichts mehr weitergeht. Das ärgert mich immer. Ja, und deswegen habe ich mir eine günstige gekauft, weil ich sie immer anhänge an die Ladestation, damit sie immer quasi volle Touren geht. Ja, und natürlich immer darauf achten, dass ihr einen Kopf habt, der quasi noch zu verwenden ist. Das seht ihr immer an diesen bunten Haaren. Da gibt es dann immer in der Packung so eine Beschreibung, wie weit quasi die Farbe fehlen muss, damit man sie austauscht. Also ich achte da immer ganz penibel drauf, dass die quasi auch immer frisch sind. Als Zahnpasta morgens. Ich nehme eigentlich keine bestimmte Zahnpasta morgens, aber ich mache es immer so, dass ich morgens eine mit Whitening-Effekt nehmen. Also jetzt zum Beispiel habe ich gerade die. Das ist jetzt glaube ich verkehrt. Jetzt habe ich gerade die. Das ist die Blender Me 3D White Luxe Perfection. Ja, die habe ich jetzt gerade. Die hat so Reinigungskügelchen drinnen, die dann quasi mit der elektrischen Zahnbürste auch ganz gut einmassiert werden. Und ja, ich habe immer den Whitening-Effekt, weil meine Zähne ja. Man sieht so ein bisschen nicht so ganz weißen. Also nicht so ganz weiß ist ja schon untertrieben. Die sind einfach nicht weiß. Und ja, ich erhoffe mir natürlich dadurch, dass die einfach morgens ein bisschen aufgehellt sind und für den Tag quasi ein bisschen hübsch werden. Ja, dann, wenn ich Zähne geputzt habe. Zähneputzen tue ich sehr lange. Also wirklich sehr lange. Ich weiß nicht, ob es ist, weil ich einfach befürchte, dass sonst meine Zähne kaputt werden oder ob es mehr dadurch ist, dass ich morgens einfach so dermaßen müde bin, dass ich es quasi nicht registriere. Aber ich weiß, dass ich ziemlich lange Zähne putze. Dann kommt so ein optionaler Schritt, das mache ich eigentlich nicht jeden Morgen. Und zwar, ich verwende kein Gesichtswasser. Also ich habe früher Gesichtswasser verwendet, ich habe aber dann eine unglaublich fettige Haut bekommen. Und ich habe die fettige Haut eigentlich nicht deswegen bekommen, weil ich so komische fettige Produkte nehme, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Also ich habe Gesichtswasser verwendet, das mir scheinbar die Haut zu sehr ausgetrocknet hat. Und dadurch habe ich fettige Haut bekommen, weil die Haut natürlich nachfetten wollte immer. Und ja. Dadurch hat mein Gesicht immer furchtbar geglänzt und ja, es war nicht so toll. Und irgendwann bin ich dahinter gekommen und ich verwende seitdem ein Reinigungsöl von Balea. Sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Fehlt schon ein bisschen das Etikett. Ja, das ist quasi das Reinigungsöl. Wie gesagt, ist so ein optionaler Schritt, aber ich mache es schon so jeden dritten Tag oder so. Ich schüttel es dann so, gebe dann quasi, ich weiß nicht, ob man es sieht. Na, es geht gar nichts raus. So. Okay. so zwei, drei Pumpstöße auf die Hand. Ich massiere das dann ein. Also ich reibe es vorher so in den Händen zum Aufwärmen. Gebe es dann ins Gesicht. Für die Stirn nehme ich mir manchmal nochmal nach, so wie jetzt gerade. Ich bin so froh, dass da nichts rausgeht. Auf jeden Fall, ich gebe dann noch was auf die Stirn. Massiere das kräftig ein. Also kräftig ist jetzt gut gesagt. Also nicht mehr viel Druck, sondern relativ einfach viel reiben, aber mit wenig Druck. Weil ich glaube, der Druck ist genau das, was die Haut nicht so gern mag. Ja. Und dann, wenn ich das schön einmassiert habe. Ich schaue auch immer, dass das Schwamm auf der Nase quasi auch eingebunden ist.
Dann habe ich da so Wattepads. Die sind jetzt vom Hofer, also ich habe da keine wahnsinnigen Vorlieben. Sieht man eh, Ombia, das ist vom Hofer. Ich habe keine wahnsinnigen Vorlieben, was Wattepads angeht. Nehme ich mir einfach mal zwei raus. Und dann muss ich jetzt in den Spiegel gucken, nehme ich das quasi ab. Also hauptsächlich streife ich da einfach so ganz sanft drüber. Ich drehe dann das quasi um, dann mache ich diesen Teil vom Gesicht. Mal quasi mit jeder Seite so ein Viertel von meinem Gesicht. Schau. So, das ist das neue Wattepad. Dann gehe ich jetzt hier. Okay, vielleicht nicht ein Viertel vom Gesicht, weil das letzte ist eigentlich schon der Hals. Also das ist jetzt die erste Seite vom zweiten Wattepad. Und dann drehe ich es wieder um und mache quasi das, was ich da noch so über den Hals gestrichen habe. Ich streiche mir das immer deswegen dahin, weil ich kriege genau da unten an der Kinnlinie immer meine Pickel. Und die jucken immer furchtbar. Und deswegen reinige ich das einmal mit. So, normalerweise würde ich mir jetzt die Hände waschen. Ich habe aber hier kein Waschbecken. Ich nehme mal eben ein Taschentuch und streife meine Hände ab. Jetzt kommt der Schritt, den ich euch auch nicht vorzeige. Normalerweise gehe ich jetzt, also ich dusche nur jeden zweiten Tag. Hat einen ganz einfachen Grund, wir haben in Chemie mal, in Chemie, komischerweise, haben wir gelernt, dass die Haut irgendwie einen Tag braucht, um diesen Fettfilm, diese natürliche Hautbarriere, Hautschutzfilm herzustellen. Da braucht es irgendwie einen Tag. Und man soll diesen Film noch einen Tag quasi mit drauf lassen und dann erst quasi abwaschen, weil man sonst irgendwie die Haut durcheinander bringen kann und das kann dazu führen, dass man zu Hautkrankheiten neigt und keine Ahnung. Nachdem ich eh so empfindlich bin, habe ich mir damals, wie ich in der Schule das gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, du duschst jeden zweiten Tag. Also ich dusche nur jeden zweiten Tag für alle, die jetzt irgendwie ausflippen. Ich stinke aber nicht. Ich bin schon reinlich. So ist es nicht, dass ich. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie komisch rieche. Was ich aber schon jeden Tag tue, wenn ich mich nicht. Also entweder ich würde jetzt duschen gehen oder ich würde jetzt meine Achseln waschen. Und das führe ich euch auch nicht vor. Ich glaube, das will keiner sehen. Also ich ziehe dann einfach mein T-Shirt aus und hänge mich übers Waschbecken und also wasche mir meine Achseln quasi mit Duschgel raus, damit die wirklich ja, geruchsfrei sind. Weil ich einfach finde, wenn man jetzt ein Deo, wenn man Deo aufträgt über Haut, die quasi schon stinkt, dann bringt das nicht wirklich viel. Ich kenne zwar viele, die das tun. Aber die Logik ist mir nicht ganz klar und ich finde es irgendwie komisch. Also wenn ich schon müffle, dann schmier ich da nichts drüber. Ja, also wie gesagt, entweder duschen oder meine Achseln waschen. Wenn ich damit fertig bin, dann trage ich ein Deo auf. Ich habe ein Deo, das ich selbst gemacht habe. Ist so eine Deo-Creme quasi. Also das besteht irgendwie aus Maisstärke, Natrium und was ist das letzte? Ja, abgekochtes Wasser quasi. Ich glaube sonst nichts. Ah, nicht Natrium. Natron. Natron. Natron, Maisstärke und abgekochtes Wasser. Das Rezept habe ich mal im Internet gefunden. Funktioniert für mich super. Also ich bin ein Mensch, der total viel schwitzt und auch total intensiv riecht, finde ich zumindest. Also ich kann mich noch nicht mehr riechen, wenn ich schwitzen anfange. Und diese selbstgemachte Deo-Creme, die hilft bei mir viel besser als gekaufte Deos. Und warum nehme ich selbstgemachte Deo-Creme? Eigentlich deswegen, weil ich bei gekauften Deos zu Hautausschlägen neige. Also ich kriege da so eine Art juckende Flechte unter den Achseln. Und das ist ganz furchtbar. Also ich habe da schon mal furchtbar gelitten drunter. Und deswegen selbstgemachte Deo-Creme. Gut, ich habe dann das Deo aufgetragen.
Dann wasche ich mir natürlich nochmal die Hände. Das ist auch der Grund, warum bei mir zum Beispiel Gesicht eincremen erst danach kommt. Ihr werdet gleich merken, wieso. Also ich creme mir jetzt dann quasi das Gesicht ein. Beim Gesicht eincremen habe ich mehrere Cremen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie meine Tagesverfassung ist, was mir mehr liegt. Die riechen verschieden, je nachdem, wie ich drauf bin, nehme ich dann die eine oder andere. Ich habe entweder diese hier, das ist die Balea Beauty Effect Tagescreme. Entweder die oder ich verwende die Balea Rebalancing Tagescreme. Rebalancing Tagescreme. Tagescreme. Unterstützt die Abwehrkräfte der Haut. Ja, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an. Lieber mag ich jetzt die hier, ehrlich gesagt, weil die schneller einzieht. Also die zieht nicht so schnell ein, die ist so ein bisschen fettig auf der Haut, das mag ich nicht so gern. Ja. Gut, die, da nehme ich dann einfach was raus. Creme mir schön das Gesicht an. Jetzt werdet ihr euch noch immer fragen, warum ich gesagt habe, ich mache das am Schluss, weil ich mir vorher nicht die Hände wasche. Ganz einfach. Meine Hände sind irrsinnig trocken. Also ich ziehe das ein bisschen da unten auch an. Und ich fahre mir nicht über die Augen, weil ich dann immer irgendwann zu schwitzen anfange und mir das alles in die Augen läuft. Und ja, es tut dann furchtbar weh. So, jetzt habe ich mir das Gesicht eingecremt und ich habe furchtbar trockene Handgelenke immer. Und jetzt gebe ich mir quasi was auf die Handgelenke drauf und massiere das gegenseitig in den Handgelenken. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich brauche das. Also ich kriege da richtig trockene Haut, die dann abblättert auf den Handgelenken. Und weil ich mir eben vorher immer die Hände wasche, mache ich das am Schluss, damit es auch drauf bleibt. Würde ich mir jetzt vorher die Hände eincremen und nachher meine Hände fünfmal waschen, dann bringt das nicht wirklich viel. So. So viel dazu. Jetzt habe ich mich eingecremt. Wenn ich noch richtig Bock habe, kombiniere ich die Creme mit diesem Balea Beauty Effekt Hyaluron Booster. Heißt das Ding? Ich glaube, das spiegelt so ein bisschen krass. Da gebe ich immer zwei Stöße quasi auf die Hand und das gebe ich mit auf die Haut. Wie gesagt, ist auch optional. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie ich Bock habe. Ah, dieser Hyaluron-Filler lässt sich nicht so gut mit der Creme kombinieren. Das fängt dann immer irgendwie so zum Bröseln an. Es ist auch bei der Creme so, dass man das jetzt nicht ewig einmassiert, sondern einfach nur kurz und dann trocknen lässt. Sonst kann es sein, dass irgendwann wie da bilden sich dann so auf die Art Fusseln, wenn man da drüber reibt und das ist dann irgendwie unschön. Wenn es einfach so lässt, zieht es schön ein und ist okay. Also ich mag den gern. Es hilft irgendwie, dass die Haut Feuchtigkeit behält, dass sie quasi mehr Feuchtigkeit speichern kann. Was mache ich noch? Weil meine Deo-Creme so wunderschöne weiße Flecken hinterlässt, ziehe ich mir normalerweise trotzdem noch mal mein Schlaf-T-Shirt an. Mein Schlaf-T-Shirt stinkt an und für sich nicht. Deswegen ziehe ich das einfach noch mal drüber. Macht dann meistens so komische Bewegungen. Dann reibt sich quasi diese Maisstärke, die in meinem Deo drin ist, das reibt sich dann am T-Shirt ab. Und ja, wenn ich dann ein frisches T-Shirt anziehe, das ich quasi für den Tag dann habe, dann habe ich da keine weißen Flecken drauf oder irgendwelche weißen Spuren. Die weißen Spuren sind dann quasi mein T-Shirt, das ich für die Nacht angehabt habe und das kommt dann sowieso in die Wäsche. Und somit macht es nichts. Sieht jetzt gerade wieder schön die Haut geht. Ja. Gut, das heißt, ich trage jetzt noch ungefähr so 5 Minuten, 10 Minuten mein Nacht-T-Shirt, einfach nur damit sich das da so ein bisschen quasi abreibt. Und während dieser Zeit passiert eigentlich nicht wirklich was. Während der Zeit schaue ich noch mal in den Spiegel, ob ich richtig tiefe Augenringe habe.
Ja, so wie jetzt gerade würdet ihr sagen, die sind richtig tief. Ich würde sagen, die sind so mittel, also die können noch viel mehr werden. Ja, was tue ich dann? Ich habe da so ein, also wenn die richtig stark sind, dann habe ich da so ein Balea Aqua Roll-On, Augenroll-On mit kühlend Massagekugel für feuchtigkeitsarme Haut. Mir hilft es so ein bisschen, klingt jetzt schräg, aber mir hilft es so ein bisschen, dass meine Augenringe weggehen. Zumindest habe ich das Gefühl. Kann ich jetzt mal so sagen. Ich fahre da so oben, also oben trotzdem, weil ich das Gefühl so gern mag, weil es so kühl ist. Und unten wegen der Augenringe. Aber nicht zu nah ans Auge ran, weil, wie gesagt, meine Augen sind sehr feucht und wenn ich da zu nah ranfahre, dann löst diese Feuchtigkeit, die übers Auge drüber schwappt, quasi das an und es dringt ins Auge ein. Das brennt dann ganz fürchterlich. Ja, so, wenn ich dann mein richtiges T-Shirt anziehen kann, dann mache ich vorher auch noch was und zwar Parfüm. Ich nehme normalerweise ein Parfum. Mein Lieblingsparfüm kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil es leider Gottes gerade aus ist. Es ist ein Bruno Banani, aber dieses ist auch ein Bruno Banani. Das ist das Not for Everybody Magic Woman. Ich weiß nicht, ob der den Fokus zusammenbekommt. Ist so eine kleine Flasche, habe ich schon eine halbe Ewigkeit. Mag ich zum Beispiel gern und ich sprühe mir eigentlich ganz selten auf die Haut direkt. Also wenn ich mir auf die Haut sprühe, dann nur ganz zaghaft, nur ganz wenig. Mache ich eher, wenn das Parfum quasi schon fast leer ist und fast nichts mehr rausgeht, dann sprühe ich es mir direkt auf die Haut. Wenn ich allerdings ganz standardmäßig Parfum sprühe, dann sprühe ich so in die Luft quasi, also so zwei, dreimal in die Luft und gehe dann durch. Also ich ziehe vorher mein T-Shirt aus, sprühe das in die Luft und gehe dann quasi einfach durch. Ja, wenn aber, meine Stimme bricht, wenn aber ein besonders heißer Tag bevorsteht oder die letzten Tage schon besonders heiß waren und ich quasi immer noch total überhitzt bin, dann habe ich oft überhaupt keine Lust auf so, wie soll ich sagen, so Parfums, die so intensiv riechen. Und dann habe ich zum Beispiel sowas. Ist auch von Balea, ich bin total Balea-Fan. So ein erfrischendes Bodyspray. In dem Fall ist es quasi Melone. Ich habe aber noch ein anderes, ich weiß jetzt nicht, welcher Duft. Dann nehme ich so ein Bodyspray. Weil ich einfach finde, an so heißen Tagen ist das liegt. Das duftet nicht so schwer, das ist eher so ein bisschen frisch und fühlt sich gut an. Es klebt zwar ein bisschen auf der Haut, was ich nicht so gern mag, aber es dauert nicht lang. Also es klebt nur ganz kurz auf der Haut. Und wenn ich das nehme, dann sprühe ich mir das direkt auf die Haut. Also da sprühe ich einfach ein paar Mal auf die Haut und ziehe dann mein T-Shirt an und gut ist. Und soweit ich weiß, hinterlässt es jetzt keine irgendwie Fettflecken oder sowas. Also wäre mir noch nicht aufgefallen. Ja. Das ist so meine Morgenroutine. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, jetzt geht's eigentlich erst los, weil jetzt muss sie sich ja schminken. Tada! Ich schmink mich nicht. Also wenn ihr wirklich eine ehrliche Morgenroutine von mir wollt, nein, ich schmink mich nicht. Ich gehe ungeschminkt zur Arbeit. Also wenn ich so einen Tag habe, wo ich mir denke, boah, muss ich mich schminken, damit ich mich wohlfühle, weil ich keine Ahnung. Also was ich zum Beispiel habe, ist, wenn ich krank war, ist es ganz oft so, wenn ich mich wieder gut fühlen will und ich fühle mich aber noch nicht gut, dann schminke ich mich, weil alleine durch die Tatsache, dass mein Spiegelbild quasi viel frischer aussieht, als mir eigentlich geht, geht es mir quasi schon besser. Das ist irgendwie so psychologischer Selbst. Weiß ich nicht, Hypnose. Man redet sich selbst ein, es geht einem besser und es funktioniert komischerweise auch. Also mir geht es so, dass es funktioniert und mir geht es dann besser. Also wenn ich krank war, dann schminke ich mich gern. Wenn ich Lust drauf habe, dann mache ich es auch. Aber standardmäßig, ganz ehrlich, schminke ich mich nicht. Ja, gut, dann kennt ihr meine Morgenroutine. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!